Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, meine lieben Freunde, eine Sünde aus unserem Leben. Und zwar essen wir gern Süßes. Also wirklich sehr gern Süßes. Und manchmal probiert man auch mal was Neues aus. Und dabei stellt man fest, dass es scheiße schmeckt. Kennt ihr das? Sicherlich kennt ihr das. Wenn ihr das kennt, ein Like da lassen. Hier sind all unsere Süßigkeiten. Und wir haben sehr viele Sachen, die, ja, etwas älter sind, die uns vielleicht auch schon nicht mehr schmecken. Zum Beispiel die hier. Ich glaube, die, wie lange sind die offen? Ich erinnere mich dran, wo ich gesagt habe, die sind übrigens offen. Und dann hast du gesagt, ah, die sind so schnell leer. Ja, also ablaufen würden sie am 1.12. Wären wahrscheinlich noch haltbar. Aber wisst ihr was, wir machen auch immer, danke, immer den Test, ob das noch schmeckt. Ja, probier mal. So. Das klingt sogar noch knusprig, warte. Erstaunlicherweise, glaube ich, geht es sogar noch. Aber die sind wirklich schon seit Monaten offen. Die sind schon ein bisschen härter. Und schmecken auch nicht mehr nach viel. Also, wir tendieren das hier zum Beispiel wegzuwerfen. Chocobon. Wer mag die nicht? Ich glaube, du nicht, oder? Aus irgendeinem Grund isst du sie nicht mehr. Nein, also ich mag die eigentlich schon ganz gerne. Die haben nur so eine komische Schicht außenrum, die schmeckt mir nicht. Ach, das sind diese Crispy, oder? Nee, das sind ganz normale Schokobons. Aber die kann man ja noch essen. Ja, oder? Die hast du mal gekauft. Wie alt sind die denn jetzt? Was ist da noch drin? 29.07. Oh. Die sind abgelaufen, echt? Probier. Oh. Die sind so cool. Ich probier auch. Du musst ja nicht das Ganze essen. Und? Ist ein bisschen alt. Schmeckt aber noch. Kann man noch essen. Also die werfe ich nicht weg, die lege ich mir an den PC, weil dann esse ich sie nämlich. Pistazien. Mm, lecker. Alter, die sind doch auch schon ewig offen, oder? Mhm. Das ist voll schlimm, weil wir... Wir kaufen dann jedes Mal, wenn wir einkaufen sind, was Neues und machen das dann natürlich gleich wieder auf, weil wenn man was Neues hat, will man es aufmachen. Okay, ich habe hier eine... Also Pistazien sind so geil, mich wundert, dass die nicht leer sind, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß nicht, warum. So, ich probiere jetzt mal eine. Schmeckt nicht. Nein, nicht. Du hast bestimmt nur eine schlechte erwischt. Okay, ich probiere noch eine. Oha. Wie alte Pistazien schmecken wie so Socken. Ey. Voll eklig. Du willst wissen, aber ich muss nicht probieren. Voll matschig. So ganz weich. Nicht mehr knusprig, sondern so richtig matschig. Zeig mal, sieht man das nicht? Nö, die sehen aus ganz normal. Ich will es wissen, sorry, Gemeier. Aber so ganz weich. Das ist weich. Ja. Nein, ich will es nicht wissen. Also das kommt auf jeden Fall weg. So, ich suche mir was raus. Vielleicht was richtig Altes. Was wirklich schon sehr lange da drin ist und auch schon sehr lange offen ist. Also das hier nicht. Nehmen wir ein Gummibärchen. Das hier. Das ist gut. Es ist Salzstangen. Ja, das sind Salzstangen. Na, das schmeckt wie alte Salzstangen. Es schmeckt nicht mehr gut. Nee. Und da ist, ja, also die Hälfte haben wir gegessen, die andere Hälfte nicht. Also wirklich eine große Sünde. Eigentlich ist die andere Hälfte noch zu, aber aus irgendeinem Grund ist ja, die mit aufgerissen worden. Ich glaube, die ist mit aufgegangen, genau. Ja. Ja, genau, hier sieht man es auch, wie das an dem einen. Man hat hier gezogen oder hier irgendwo und dann ist das andere mit aufgegangen. Scheiße gelaufen. Steht da ein Haltbarkeitsdatum? Haltbarkeitsdatum? Ja, ist ganz gut. Vielleicht mal gucken. Ne? Am 3.7. sind die abgelaufen, also auch schon lange schlecht. Auch wenn sie schon noch verpackt gewesen wären, wären die jetzt vielleicht nicht mehr so lecker. So, was haben wir noch? Hier deine Gummibärchen, die sind ja auch schon uralt. Ich glaube, das wird auch schon langsam. Sind die nicht von meinem Geburtstag? Doch, aber die werden zu einer Einheit, glaube ich. Echt? Mhm. Die sehen noch voll gut aus. Soll ich trotzdem mal probieren? Ja, steht da ein Datum. Ich schau mal, ob da ein Datum steht. 4.2018. Ja, die sind ja noch komplett zu. Echt? Ja. Ah. Ja, ja, dann sind sie noch sind gut. Ja, warum sind die denn geklipst? Dann habe ich den Clipser von der alten Packung dran, damit er gleich... Ah, ich glaube, das war doch schon auf. Oder? Nee, die sind noch zu, glaube ich. Dann ist es eigentlich dumm. Weil ich hatte zwei Packungen. Aber dann müssen wir die irgendwo hin tun, wo wir sie mal essen. Dann laufen wir... Die sind schon abgelaufen. Das sind Gummibärchen, das ist purer Zucker, das läuft nicht ab. Ja, aber es schmeckt trotzdem nicht mehr. Vielleicht, die sind noch zu. Ah, hier sind noch welche. Ah, die sind auch noch zu. Ah, dann ist die andere doch schon offen vielleicht. Okay, kann man noch essen, gut.
Dann haben wir Knoppers, die sind eigentlich frisch, die werden auch garantiert noch aufgegessen. M&M's Crispy, die magst du nicht, gell? Doch, die sind, das sind doch die neuen, das sind liebe Karamelle, oder? Ja, die sind neu, die sind gut. Ich mag es nicht so. So, dann haben wir hier Gummibärchen. Die hast du zum Geburtstag geschenkt bekommen, die sind erst 2 Monate alt. Ja, das stimmt. Die sind zwar schon, glaube ich, von Anfang an auch. Ich mag Gummibärchen, ich habe manchmal so Gummibärchen am Packen. Ich will rotes. Ein rotes. Ja. Aber die liegen auch da drin und wurden schon vergessen, oder? Schmecken auch nicht mehr so geil. Die äußerste Schicht ist leicht alt. Aber kann man essen. Ja, geht noch. Man merkt, dass sie schon ein bisschen offen sind, aber sie schmecken noch. Cookies, Soft Muffin, die sind voll lecker. Ich mag die voll. Sind relativ neu auch. Weiße Schokolade. Ich liebe weiße Schokolade. Dann haben wir hier... eine Nuss, Traubennuss, die habe ich mir gewünscht, ne? Die hast du dir letztes Mal gekauft, ja. Okay, dann haben wir hier Ach, die Kekse. Die sind auch voll lecker. Mit Orange, mir schmecken sie zum, also einerseits ja, andererseits deswegen esse ich sie nicht so. Aber die sind noch neu. Die sind auch neu, genau. So viel neues Zeug. Ja, dann haben wir hier zwei Rippensport, die habe ich gerade gekauft. Meine. Ich hatte auch nicht vor, sie wegzuwerfen. Meine Schokolade. Dann Popcorn, wir gucken ab und zu mal gerne einen Film, nachher gibt es manchmal Popcorn. Dann haben wir hier Schokolinsen, ich glaube, dass die auch schon etwas älter sind. Die sind auch schon ein bisschen älter, aber die schmecken bestimmt vielleicht noch. 9.9. Also. Sie hat sich noch haltbar. Ah, hier steht übrigens 2019, also müssten sie eigentlich noch so gut sein. Sind erst, die sind noch kein halbes Jahr alt. Die müssten eigentlich noch echt gut sein. Kann nicht so hart sein? Okay. lecker. Sind echt gut. Kann man noch aufgeben. Aber schau, die habe ich auch schon ganz vergessen, dass ich die noch habe. Sonst werden wir feststellen, dass wir gar nicht so viel wegschmerzen müssen. Weil wir gesagt haben, wir müssen mal die Schublade aufbauen. Das kommt alles noch. So, was haben wir hier? Ach, die Bonbons. Oh, die sind gut. Die sind lecker. Aber Früchtevielfalt. Ich mag Orange und Gelb leider nicht. Die schmecken mir gar nicht. Ja, ich esse die eigentlich schon gerne. Die kriegen wir auch leer, finde ich. Die sind auch noch... bis 2020 haltbar. Ich denke, dass das kein Problem wird. Na, dem Leo schmecken die Salzstangen. So, Butterstäbchen. Die wollte ich schon mal wegschmeißen und du hast gesagt, nein, du isst sie. Und das ist ein Dreivierteljahr her. Entschuldigung, oh Gott, ich muss ja hier richtig in Deckung gehen. Die sind letztes Jahr im März abgelaufen. Ja, ich sage, das ist ewig her. Die waren schon voll lang da drin, so lange, dass ich sie wegschmeißen wollte. Kann man das... Boah, das riecht auch schon nicht mehr gut. Also das probiere ich, glaube ich, jetzt auch nicht. Es riecht nach Butterplätzchen, aber extrem alt. Ein kleines bisschen muss ich schon probieren, oder? Geht, oder? Das ist, alles Chemie. Jetzt der Nachgeschmack. Der Nachgeschmack, das ist ja noch schlimmer als die Pistazien. Da oben steht noch irgendwo mein Glas. Boah, das ist das übel. Wo, da? Gott sei Dank. Oh, was anderes. Das ist ja wirklich widerlich. Das Schlimme ist, ich will jetzt wissen, wie es schmeckt, aber nein, danke, ich will nicht. Was ist das? Das ist da rausgefallen aus meiner Brause. Ah, okay, dann heben wir das mal auf. Dann haben wir jetzt Kantiers. Oh, die sind auch schon uralt, die sind eigentlich lecker. Die sind eigentlich voll weich, aber die sind steinhart. Also ziemlich fest für die Cut jetzt. Das sind nicht die Joghurtgums. Ach so, okay. Aber sie sind relativ hart. Hast du mal einen probiert von denen? Die sind voll lecker, aber die sind top süß. 10.02.2018, also müsste eigentlich noch... Die sind auch noch nicht ganz so alt. Riecht auch gut, aber sie sind fest. Also ja. Sind gut. Nee, die sind noch, lecker, aber die sind so süß. Hast du mal einen probiert davon schon mal? Lecker, gell? Das sind Veggies. Sind gut, ja. Kannst du dir gerne nehmen. Oh, die Bananen. Bananendinger, die laufen noch nicht ab, oder? Nee, die sind noch nicht so alt. Okay. So, was haben aber wir die sind doof für die Arbeit. Ich tue mal alles in eine Box und dann schmeckt alles nach Banane, wenn ich da eine davon rein tue. Was ist denn das? Halt mal. Das sieht aus wie... Ach, Alpenmilch-Schokolade. Oh, die ist schon ziemlich lang offen, die schmeckt nicht mehr.
Ich glaube, die habe ich letztens probiert, die schmeckt nicht mehr. Ja, die ist... Ah nee, nächstes Jahr noch. Die ist noch nicht so alt, aber die ist schon zu lang offen. Schokolade schmeckt dann schnell alt.